Recht herzlich willkommen zur 172. Folge von City Skylines. Ja, wir haben letztes Mal Buslinien optimiert, beziehungsweise Straßenbahn zum Schluss. Und ja, jetzt sind wir hier dabei. Ich habe, was mir danach noch auffiel, 20,5 Millionen nur noch. Also es geht voran in der Hinsicht. Wir müssen noch wieder was ausweisen. Rot und Grün ist gefragt. Rot und Grün, Blau und Grün ist gefragt. Da schauen wir doch mal hier rein. Das könnten wir blau machen, ne? Geht nicht, da ist irgendein anderes Gebäude, alles klar. Hier wäre noch grün möglich. Ja, da machen wir ein paar grüne Wolkenkratzer hin, ne? Da geht nichts, öffentliche Gebäude wahrscheinlich. Da machen wir, nee, da machen wir nicht so ein großes hin, weil da ist um die Ecke schon Kleines gesetzt worden. Passt dann vielleicht nicht so gut dahin. Ja, hier weiß ich nicht, was wir da draus machen. Hier sind noch so ein paar Flächen zwischen, die wir ausfüllen können. Vielleicht setzt dann da einer noch was hin. Was ist das? Die Straße geht hier lang oder nicht? Ja, die hört da glaube ich auf, ne? Ist hier eine Sackgasse? Kann das sein? Dann hätte ich jetzt schon bald gesagt, die beiden, die sind da fehl am Platze, ne? Hier gibt es tatsächlich noch ein Bürogebäude. Wir haben jetzt keinen Blau und keinen Grün mehr. Okay. Na, da kommen sie wieder. Hier unten war mal ein Industriegebiet. Stellt sich die Frage, ob wir das noch haben wollen. Oh, ich sehe gerade, da ist was drauf. Dann lassen wir das. Dann lassen wir das. Ich wollte es gerade abreißen. Sozusagen. Hau da mal noch ein paar Bürogebäude hin. Irgendwann sind die vielleicht auch weg. Hier, das ist schon Beispiel nur noch Schutt und Asche. Das kann man dann so machen. Schön wäre es jetzt, wenn man hier auch sagen könnte, jo, wir wollen nicht mehr, dass das da ist. Bau bitte in Zukunft das, wenn das abrisswürdig ist, das nicht mehr wieder auf. Hier machen wir noch ein paar Bürogebäude hin. Ja, hier tendenziell würde ich sagen, machen wir da noch das hin. Auf der anderen Seite ein paar Bürogebäude. Fast. Da kam jetzt nichts hoch, ich mach's aber trotzdem. So, hier ist noch ein bisschen was. Ne, das ist Park, ne, genau. Hier wäre noch was. Ich weiß gar nicht, was da vorher war, aber wir machen jetzt hier mal so ein Skyline-mäßiges Einkaufsgebiet. Von der Autobahn runter, da freuen die sich, wenn die da gleich einkaufen können, Straßen blockieren und so, bestimmt richtig geil. Hier können wir noch ein paar Wolkenkratzer hinsetzen. Dann ist das auch geregelt. Jetzt sind wir hier schon knapp bei 40.000. Einmal drehen bitte. Passt. Kommerz ist gefragt. Dann machen wir den noch da und da und da hin. Das war jetzt der kleine Kommerz, naja. Was ist das denn für eine Optik? Das sah jetzt gerade aus, als ob das hier Wolken wären, Rauchschwaden oder sowas, ne? Von dieser Seite geht das ja, aber von der anderen... naja, okay. Ich sehe noch blau. Gibt's da noch blau? Ich wollte das kippen, aber kippen kriege ich jetzt gerade nicht hin, weiß auch nicht wie.
Ah, das war, glaube ich, hier mit der Maustaste, genau. Die mittlere Maustaste, die kippt das dann. Mehr eine Draufsicht wollte ich haben. Da war frei wegen Straße, ne? Ja, wir wollen wieder mehr Zuwachs noch haben. Ah, da wollte ich bestimmt wegen der Straße drauf freilassen. Aber da nicht wirklich, oder? So, komm schon. Wenn Leute kommen, dann wollen die auch einkaufen gehen, ne? Hier haben wir dunkelblau noch. Machen wir dann da auch. Ich glaube, da ist auch noch blau. Dann machen wir das da auch blau. So, Kommerz ist auch ausgereizt. Gut, läuft, oder? Schauen wir mal nach hier rein. Was machen denn hier unsere Buslinien so? Ja, diese hätte ich jetzt gerne ausgewählt. Welche ist das jetzt, ne? Sehe ich jetzt nicht wirklich hier, oder? Entschuldigung. So. Es muss eine grüne schon mal sein. Das ist schon mal etwas. Jetzt weiß ich nicht, welches war. Wo jetzt war gerade hier irgendwo, ist er, da ist er. Ha, oder? Aber wenn ich wegmache, dann, ach so, wenn du drauf bist, wird sie noch angezeigt, alles klar. Gut, dann gucken wir da mal rein. Und wie man sieht, sind da drei Busse drauf. Und die sind viel zu viel. Zwei Busse reichen da vollkommen aus. Wenn nicht sogar einer nur. Ist der Hammer, die Linie, oder? Hier ist sogar eine U-Bahn-Station neben und dann fährt da groß keiner durch die Gegend. 14 Leute. Beobachten wir hier mal gerade. Wieso kommt da jetzt noch einer und ich sehe den hier gar nicht? Ist doch diese Haltestelle, oder? Ja. Dann sind das zwei Linien, sind ja auch zwei Pfeile hier, ne? Alles klar. Ich wollte gerade sagen, was war das, aber da flog ein Vogel lang. So. Dieser muss eigentlich gleich verschwinden, oder? Sieht eigentlich so aus, dass es Sinn macht, dass der gleich weg ist. 5 Personen. Der fährt doch irgendwie so lang. Ja, wer weiß, wo der steht, ne? Wahrscheinlich irgendwo in so einem Stau oder so. Ampel ist rot, alles klar. Der fährt immer noch. Der andere folgt ihm schon direkt. Da 5 Leute da dran. Ich weiß nicht, wann der aussteigt dann. Weil wir haben ja im Endeffekt gesagt, ne? Nur noch 2 Fahrzeuge sind es jetzt auch. Okay. Welcher ist denn der dritte, der dann nicht mehr drauf sein soll? Wieder ganz logisch, oder? Tendenziell
würde ich sagen, der verschwindet jetzt gleich. Aber wissen tut man das hier jetzt auch nicht in dem Spiel. Einer muss ja noch irgendwann aussteigen, ne? Hä? Das ist dieser Bus, aber der war doch jetzt gar nicht an der Bushaltestelle hier. Da passt doch was nicht, oder? Ach, der ist das, der definitiv gleich rausfliegt, weil der steht hier und wartet nur, bis er den letzten Fahrgast aussteigen lassen hat, wetten? Gucken wir uns doch mal an dann. Dann muss das ja passen, ne? Wo steigt der letzte Fahrgast aus? Und dann verschwindet der Bus, würde ich sagen. Jetzt pass auf, jetzt ist hier eine Haltestelle und ich sehe nicht, wenn er aussteigt. Jetzt müsste er weg sein. Nein, er ist noch drin. Ist das der Fahrer, der angezeigt wird, oder? Eine Tankstelle, die brach liegt, oder? Wo geht die Reise hin? Hier. Okay, und da ist er bestimmt raus, oder? Komm. Jetzt steigen nur noch welche ein, oder wie sehe ich das? Aber das ist doch der hier, oder? Rein optisch sah das so gerade aus, als ob welche ein- und aussteigen, oder? Naja, schauen wir mal. Irgendwann wird es ja wohl so sein, dass dann auch er weg ist. Und keiner weiß wann und wo. Ist es, weil ich den eingewählt habe, dass er dann nicht aussteigen kann? Könnte natürlich auch sein. Na, wo fährt er denn jetzt lang? Es ist eine Animation, die nichtssagend ist, oder? Der Bus ist weg. Da ist aber auch noch einer. Ist da wirklich einer oder ist da keiner? Den kann ich sehen, die anderen nicht. Doch, den sehe ich auch, aber den sehe ich nicht. Der ist jetzt hier über. Naja, egal. Kommen wir jetzt auch nicht dran damit, klar. Lassen wir so weg. Hier nochmal rein. Fahrzeuge 3, Passagiere 90. Das bedeutet, die Linie ist voll, oder? Also die Busse sind voll. Ne, da ist 13. Okay, 55 hier hatten wir gerade wahrscheinlich. Ist das unsere Linie mit den 5 Passagieren noch? Hier haben wir 6 Leute. Das ist auch gut ausgelastet. Da sollte man überlegen, noch einen Bus mehr zu machen vielleicht. Mach da mal einen mehr drauf. Da kommt jetzt der 7. Bus drüber bei der Linie. Hier sind nur 4 Passagiere. Zack, Linie auswählen. Und wir schrauben den runter. Da sind nur 5 Leute. Hier sind schon 7 drauf. Das macht die Linie. Ja, da kann einer mehr fahren.
Hier sind zwei. Was macht das dann aus? Das ist okay. Da, beide Busse voll. Machen wir da einen vierten drauf. Haben wir jetzt fünf? Nein, vier, oder? Da unten sind sechs. Hier sind zwei Busse mit 33. Wie sieht das da aus? 14 und 11, okay, das können wir so lassen. 4, das sieht schon viel aus, ne? Oder? Nö, passt, obwohl. 2, wo ist der Drängens? Der muss dann auch voll sein, ja, okay. Hier erscheint es mir recht viel mit 6 Bussen, aber die sind voll. Hier könnte einer weniger, aber die sind voll. Ja, dann lass das so. Also diese Passagierzahlen sagen mir jetzt da nicht so ganz so viel dazu, ne? Hier sind 8 Busse drauf. Und einer fährt da komplett leer durch die Gegend. Machen wir nur 7. Obwohl das immer... Ja, hier sieht man es wieder. Da ist eine Haltestelle, die möchte ganz viel Verkehr haben. Das heißt, man müsste die Haltestelle in dem Sinne optimieren. Das mal gerade da. Dieses andere Farbe nehmen. Damit wir die dann auch haben. Und das werden wir nächstes Mal auseinanderpflücken, diese gelbe Linie, denke ich. Das machen wir nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächste. Da werden wir die gelbe Linie optimieren müssen, weil die ist wahrscheinlich zu lang. Gut, okay, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.